dicke, große, dreistellige Zahlen. Oh, was ist das? Ein Sandschiff! Kommt! Sandschiff? Okay. Pompöse Musik. Ihr habt uns gerettet! Was macht ihr denn hier in der Wüste? Nur imperiale Spione können so dumm sein! Hey, was soll das? Spione? Quatsch! Wir doch nicht. Was ist denn hier los? Das sind Spione, Sir! Nun, mal langsam. Vielleicht haben sie sich einfach nur verlaufen. Der ist schlau. Wir wären fast verdurstet. So, dann will ich mal sehen, ob ich euch irgendwie helfen kann. Der Junge in den Maschinenraum, die Kleine in die Küche und sie zu mir. Ihr habt gehört. Los! Oh Gott, wir sind in die Hände von Pennern gelangt. Scheiße. Was? Ich bin alleine. Nö. An die Arbeit. Nö. Ach, verdammt. Ja, man hilft nichts. An die Arbeit. Ja, ja, ist gut, ich arbeite, ich bin fleißig. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Hör auf, geh weg. Warum bleibt der Text so ewig lang? Wer bist du? Du hast eine Augenklappe. Felix, okay. Du bist neu hier, oder? Kopf hoch. Ich heiße Felix und ich bin der Schrecken der Meere. Warum redest du dann so? Na gut, ich war's. Aber wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat... Ich bin gerne Sklave auf diesem Schiff. Schau mal, hab ich nicht schön geputzt, du? Du Schlappschwanz. Ostro ist zwar der Kapitän dieses Schiffs, aber Luxor hat hier das Sagen. Luxor würde seinen Onkel am liebsten in den Sand werfen und davonfahren. Okay. Interner Twist. Jeder, der in der Wüste gefunden wird, muss hier als Sklave arbeiten. Oh, das ist uncool. Und die Arbeit. Ist gut, ist gut. Ach nee, ich hab mich schon wieder angelabert. Warum mache ich sowas? Felix, sei mal nicht so unnütz. Hilf mir mal. Echt? Du möchtest mit deinen Freunden abhauen? Okay, ich helf dir. Geh zu den Wächtern. Okay, ich geh zu den Wächtern. Du, geh zurück an deinen Platz. Feuer! Feuer! Was? Wächter! Wups. Ja, such mir das Feuer. Also. Ist gut. Ist schon gut. Okay. Hey, es sieht aus wie das Diebesschiff. Nee, okay, es ist größer als das Diebesschiff, aber es ähnelt ihm. Das ist wohl der Steuermann. Wir fahren wirklich, seht ihr es? Ah, es bewegt sich. Das ist schön. Tja, hier ist nichts. Ich würde sagen, wir suchen mal unsere anderen. Also, wen habe ich lieber? Link oder Funk? Link oder Funk? Link oder Funk? Ich hasse beide. Nee, Link kann heilen, aber Funk kann angreifen. Was haben wir denn hier? Zwei unnötige. Zutritt verboten! Befehl von Offizier Luxor. Okay. Dann gehen wir mal nicht dahin. Hier haben wir noch auch noch einen Weg. Ach, jetzt sind wir hier oben. Steuermann? Den Spielstand speichern. Okay, cool. Danke, Junge. Das ist geil. Völlig unlogisch. Absolut widersinnig. Aber geil und praktisch. Ja, das heißt natürlich, hier war wieder Sackgasse. Hier oben war nix. Dann wieder hier runter. Und rechts dann. Nix. Und hier. Ah, hier geht's runter. Okay. Die Musik ist so fröhlich und so schön, aber pff, hier ist irgendwie doof. Ach, schau mal da. Da ist sie wieder. Hör sofort auf! Warum denn? Nom, nom, nom. Ich muss etwas essen. Oder soll ich verhungern? Sie hat unsere ganzen Vorräte aufgegessen. Schaff dieses Monster aus der Küche. Oh, Funk. Hast dich nicht benommen. Schaff dieses Monster aus der Küche raus. Ich platz gleich. Oh, Funky, Funk. Mach's mal wieder unartig. Och, Funky, Funk. Gehen wir hier lang. Nee, scheiße, hier bin ich hergekommen. Hier unten lang, stimmt ja. Beeilen wir uns, wir müssen Zeitwert machen. Nein, hier ist nichts. Oh, jetzt muss ich doppelt Zeitwert machen. Mist. Tja, ihr fragt euch, wo gehen wir jetzt weiter? Scheiße, wir haben jetzt alles erkundet. Aber nein. Jetzt haben wir ja Funk dabei. Das heißt, die beiden Witzfiguren da oben sind jetzt kein großes Thema mehr. Denn Funk hat da ein Mittel dagegen. Kennt ihr den? Kommt ein Ostfriese zum Arzt. Nein, bitte nicht. Und dann laufen sie weg. Und die Pointe? Gibt keine. Tja, ach, da haben wir ja Link. Da ist die Truppe wieder komplett. Grüß mich, Puppy. Wie geht's? Ich muss mich gleich übergeben, du Ekel. Bitte, bitte, bitte. Boah, einer in Gelb und dick. Luxor,
Was tust du da? Wir üben Mund-zu-Mund-Beatmung. Er lügt. Nichts als Ärger. Geh zur Seite, Mädchen. Mit Vergnügen. Endlich. Gut, dass ihr da seid. Du kommst immer im ungünstigsten Moment, Onkel. Hey, bleibt hier. Gut, wir sind komplett, ist mir egal. Stellt sich mir entgegen, was will. Komm, was wolle. Was zum... Das Imperium. Auch das noch. Oh je. Wir müssen uns ergeben. Ergeben? Nie und nimmer. Lieber sterbe ich im Kampf. Okay, das ist eine Meinung. Ist gut. Wir sind alle erledigt. Das sind alles Schlappschwänze. Schon wieder Hexenwitch-Musik. Ich glaube, ich kotze euch gleich alle voll. Vor allem euch in Schwarz. Gebt auf. Ich kotze dir mal wirklich vor die Füße. Ja, mein Freund in Grün ist wieder da. Ich sehe ihn schon. Hallo, Kumpel. Wer hat dir auf die Haare gewichst? Wen haben wir denn da? Den Mana-Ritter und seine Freundin. Tantalus hat mich schon vor euch gewarnt. Ich habe etwas für euch. Ich habe keine Ahnung, wie ich den letzten Mal so gesprochen habe. Ich bin kein guter Sprecher in Stimmenverstellen und so. Ich mache einfach, was situationsbedingt passt. Hoffentlich wähle ich das gleiche nochmal aus oder so. Viel Spaß! Okay. Wir haben einen Boss und er ist scheiße komisch. Denn es ist irgendwie ein Ding, das auf einem Cyber-Motorrad sitzt mit ganz viel Stacheln vorne und so Scherze. Und der macht Turboantrieb auf sich selbst, aber er frisst meinen Blitzschlag, das ist viel besser. Achso, er heißt übrigens Alpha Cybermax. Cooler Name, oder? Und er nimmt schönen Schaden vom Blitz. Das sehen wir doch gerne. Bleib bitte hier, wir haben noch was vor mit dir. 310. Hallolo. Oh, bleib doch hier. Du Nervenkind. Komm schon. Bleib hier. Haben wir noch genug Mana? Ja, wir haben noch für zweimal. Komm, noch ein Blitzschlag. Oh Gott, warum läuft der immer weg? Ich will doch mal sehen, wie viel Schaden ich mache. Wie soll ich das sehen, wenn er immer wegläuft? Ja, 141, ich hab's gesehen. Gut. Du Witzfigur, du. Du Schwachstecker, du. Sitzpisser. Du. Warmduscher. Ha. Ohne Walnüsse platt gemacht, das ist arm. Das ist richtig arm. Ja, explodierten wir feiern. Und weiter geht's. Und weiter geht's, indeed. Nein, Peitschenorb. Peitschenorb? Wir hätten Lanzenorb, glaube ich, zugute gehabt, oder? Haben wir jetzt nicht Peitsche auf 4 und Lanze immer noch auf 2? Lanze 2, Peitsche 4. Sag ich jetzt, scheiß die Wand an. Felix, mein Freund. Und wo soll ich jetzt putzen? Ihr zwei Idioten. Hallo Mädels, vielleicht klappt's ja das nächste Mal mit uns. Was für ein Chaos. Alle sind fortgerannt. Was? Ihr kennt Victor und seid Freunde von ihm? Wenn ich das gewusst hätte. Bitte verzeiht mir und meinem Neffe Luxor. Mein Neffen, bitteschön, danke. Freunde von Victor? Wie klein die Welt doch ist. Ja, gut, das war nicht so viel zu sagen. Hallo Mädels, vielleicht verhasst die Klappe. Ja, Felix hat nichts zu sagen. Der unwichtige Soldat hier vielleicht. Endlich hat Kapitän Ostro wieder das Sagen. Okay, und du? Im Norden ist die Wüstenstadt El Oasis. Westlich davon der Feuerpalast. Das ist gut, ich will nach Norden. Oh, schade, ich kann nicht nach Norden. Was mache ich jetzt? Felix, hörst du mir? Und wo soll ich jetzt putzen? Ja, zu Hause vielleicht. Wir warten auf den Rettungstrupp. Wir auch? Ja. Okay, das war wohl die falsche Antwort. Ihr auch? Oh nein! Im Norden ist die Wüstenstadt El Oasis, westlich davon der Feuerpalast, wissen wir. Ach, jetzt lässt er uns raus? Nein, ich nicht bin! Bist du behindert? Ach du Scheiße! Nein, weg! Boah, setzt er mich in den Spinnen ab, der Penner! Ich glaube, dem geht's zu gut.